Herzlich willkommen. Dies ist der rechtshistorische Adventskalender. Das heutige Kalenderblatt ist dem Reichskammergericht gewidmet. Wir sehen hier das Titelblatt eines Buchs über die Rechtsprechung des Reichskammergerichts vom Ende des 17. Jahrhunderts. Die Darstellung ist ganz aufschlussreich. Wir sehen zunächst zwei Kaiser, links Kaiser Maximilian I., der das Reichskammergericht 1495 gegründet hat, und rechts Kaiser Leopold I., der als Kaiser regierte, als dieses Buch erschien. Wir sehen dann aber eine Reihe von Wappen unterhalb der Kaiserdarstellung. Diese Wappen zeigen uns, dass das Reichskammergericht nicht einfach eine Einrichtung der Kaiser war. In der oberen Zeile sind die Wappen von 7 Kurfürsten zu sehen. Die Kurfürsten waren ja die Fürsten im Heiligen Römischen Reich Deutsche Nation, deren Aufgabe es war, den Kaiser zu wählen. Das Reich war eine Wahlmonarchie. Hier sehen wir nicht die ursprünglichen 7 Kurfürsten. Zu denen gehörte noch der König von Böhmen. Der ist hier nicht zu sehen, weil in Böhmen das Reichskammergericht zu dieser Zeit nicht zuständig war. Dafür ist zusätzlich die Kurwürde von Kurbayern repräsentiert. Bayern hat erst 1623 eine 8. Kurwürde bekommen. Dadurch haben wir hier 7 Kurfürsten, obwohl Böhmen fehlt. In der unteren Reihe sind 10 Reichskreise durch ihr Wappen repräsentiert. Diese Einteilung des Reiches in Reichskreise, zu denen jeweils mehrere Herrschaften oder Fürstentümer gehörten, geht auch auf den Kaiser Maximilian zurück. Und für das Reichskammergericht war bestimmt, dass die Ernennung des Gerichtspersonals zum Teil in der Hand des Kaisers lag und zum Teil in der Hand der Kurfürsten und der Reichskreise. Insofern war das ein Gericht, das vom Kaiser und den Fürsten gemeinsam getragen wurde und gerade darum als oberstes Gericht im Reich anerkannt wurde und funktionieren konnte, besser vielleicht als andere Institutionen im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Den Vorsitz in der Verhandlung führt, wie hier zu sehen ist, der kaiserliche Kammerrichter. Der sitzt hier also auf so einem Thron. Im Jahr 1806 war das ein gewisser Heinrich Alois Graf von Reigersberg. Der erhielt unter dem Datum des 7. August 1806 ein Handbillett von Kaiser Franz II., also einen kurzen handgeschriebenen Brief des Kaisers. Lieber Graf von Reigersberg, Sie erhalten in der Anlage meine Erklärung vom 6. des Monats, durch welche ich bei nunmehriger Auflösung der Verfassung des Deutschen Reiches die reichsoberhauptliche Würde und damit verbundene Kaiserkrone niedergelegt und die Kurfürsten, Fürsten, Stände und Angehörige des Reichs, die höchsten Reichsgerichte und übrige Reichsdienerschaft aus den Pflichten, mit denen sie mir verhaftet waren, entlassen habe. Ich trage Ihnen auf, diese meine vollbrachte Entschließung den Mitgliedern des Kaiserlichen Reichskammergerichts bekannt zu machen und verbinde damit die nochmalige Bezeugung meiner Zufriedenheit mit der Rechtschaffenheit, dem Eifer und der Geschicklichkeit, durch welche Sie, wie auch die Präsidenten und Assessoren des Reichsgerichts, die Justizpflege zum Wohl des deutschen Vaterlands verwaltet haben. In dieser Hinsicht habe ich es für meine besondere Angelegenheit geachtet, mich eigens noch für das künftige Schicksal der Mitglieder des Kammergerichts zu verwenden, wie Sie dies aus meiner beigehenden zweiten Erklärung ersehen, und versichere Sie insgesamt hiermit meiner fortdauernden kaiserlichen Huld und Gnade. Mit diesem kurzen Schreiben ging die Geschichte des Reichskammergerichts recht glanzlos zu Ende, so wie insgesamt die Auflösung des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation unter dem Druck Napoleons im Jahr 1806 ohne große Feierlichkeiten vonstatten ging. Mehr als ein paar warme Worte hatte der Kaiser für seine Bediensteten am Standort des Reichskammergerichts, damals in Wetzlar, nicht übrig. Und dieses glanzlose Ende ist eigentlich bedauerlich, denn das Reichskammergericht war für die Rechtsentwicklung in Deutschland eine äußerst wichtige Institution. Die wichtigste Rolle hat dabei eigentlich nicht der Kammerrichter gespielt. Der Kammerrichter führte in der mündlichen Verhandlung den Vorsitz und verwaltete das Gericht. Die Entscheidung von Prozessen lag aber in den Händen der sogenannten Urteiler oder auch Beisitzer, Assessoren. Das sind die Herren, die hier links und rechts vom Kammerrichter zu sehen sind.
Die Zahl der Urteiler wurde mehrfach erhöht. Ursprünglich waren es 16, später 24, dann 50. Die Assessoren waren aber niemals alle an einem Prozess beteiligt, sondern es gab einzelne Spruchkörper, die zur Entscheidung eines Prozesses berufen waren. Und besonders wichtig für die weitere Rechtsentwicklung war die Qualifikation, die nach der Reichskammergerichtsordnung verlangt wurde. In der Urfassung von 1495 liest sich das so: Das Reichskammergericht ist danach zu besetzen mit einem Richter, das ist der Kammerrichter, und 16 Urteilern, die je halb der Rechte gelehrt und gewürdigt und der andere Halbteil auf das Geringste aus der Ritterschaft geboren sein sollen. Also die Hälfte der Assessoren, die mit der Entscheidung der Prozesse betraut sind, soll der Recht gelehrt und gewürdigt sein, muss also ein juristisches Studium vorweisen. Die andere Hälfte muss als Qualifikation nur adlig geboren sein. Das war die eine Bestimmung, die sehr wichtig war. Die zweite betraf den Amtseid aller Gerichtspersonen. Da war nämlich vorgeschrieben, dass alle zu den Heiligen schwören sollen, nach des Reichs gemeinen Rechten, auch nach redlichen und ehrbaren leidlichen Ordnungen, Statuten und Gewohnheiten der Fürstentümer, Herrschaften und Gerichte, die für sie gebracht werden, zu richten, und zwar den Hohen und den Niederen nach seinem besten Verständnis gleich. Es wird also die Gleichbehandlung vor dem Gesetz verlangt, vor allem aber wird von den Assessoren verlangt, dass sie nach des Reichs gemeinen Rechten in erster Linie urteilen. Und diese Bestimmung verstand man nun so, dass sie sich auf das römische Recht bezieht. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation sah sich ja in der Tradition des römischen Kaisertums. Die römischen Rechtsquellen waren von einem Kaiser, nämlich von Kaiser Justinian, in Kraft gesetzt worden. Insofern lag es nahe, sie als Reichsrecht zu betrachten. Und anderes allgemeines Recht im Reich gab es gar nicht in großem Umfang. Es gab nur wenige Reichsgesetze. Also verstand man diese Aufforderung, nach des reichsgemeinen Rechten zu richten, so, dass man sich in erster Linie nach römischem Recht zu richten hatte. Und diese Tendenz wurde dadurch bestärkt, dass die Richter ja mindestens zur Hälfte Jura studiert haben mussten. Und ein Jurastudium an der Universität war damals immer ein Studium des römischen Rechts. Nur dieses wurde an den Universitäten gelehrt. Insofern setzte sich aufgrund der Bestimmung in der Reichskammergerichtsordnung das römische Recht endgültig in Deutschland durch. Die sogenannte Rezeption des römischen Rechts, die Rückkehr der antiken Rechtsquellen in die praktische Rechtsanwendung, ist ganz wesentlich durch das Reichskammergericht gefördert worden. Und das lokale Recht, sei es die Gesetze eines einzelnen Fürstentums oder auch Gewohnheitsrecht, wurden vom Reichskammergericht, so wie es im Amtseid hieß, nur berücksichtigt, wenn sie für sie gebracht werden, das heißt, wenn sie vor das Gericht gebracht wurden. Auch das spielte eben eine große Rolle für die weitere Rechtsentwicklung. Eine weitere Folge der Organisation des Reichskammergerichts mit den vielen Assessoren war es, dass sich die Notwendigkeit ergab, einen Modus zu finden, wie innerhalb des Spruchkörpers alle Beisitzer über den Inhalt einer Akte, über das Prozessgeschehen in einem bestimmten Fall informiert werden konnten. Man verfuhr da so, wie es Kollegialgerichte auch heute noch tun, dass man einen der Assessoren zum Referenten, zum Berichterstatter ernannte, der den anderen dann seine Relation, seinen Bericht vorzulegen hatte. Und zur Ausgestaltung dieser Relationen, zu deren Aufbau, gab es bald strenge Regeln, die auch außerhalb des Reichskammergerichts von Juristen beachtet wurden, weil das Reichskammergericht als vorbildlich im Reich anerkannt war. Deswegen gibt es auch Bücher darüber, wie man vor dem Reichskammergericht eine solche Relation abfasst, wie die zu gliedern ist. Hier ist ein Beispiel einer solchen Schrift, in der das Votieren oder Referieren vor Gericht gelehrt wird, von einem Professor namens Christoph Besold. Es handelt sich hier um eine Dissertation, deswegen ist wieder unklar, ob der Doktorvater Christoph Besold oder der Doktorand Andreas Purksteller die Arbeit geschrieben haben. Man nimmt in der Regel an, dass hier Besold jedenfalls hauptsächlich beteiligt war. Sie können im Video über frühere Promotion, wie man früher Doktor wurde, dazu noch etwas Näheres erfahren. Schauen wir uns jetzt mal den Inhalt dieser Schrift an. Da wird ein Aufbauschema für die Relation für den Bericht über einen Prozess vorgegeben. Zuerst soll die sogenannte Species Facti, also der Sachverhalt, kurz dargestellt werden. Dann formelle Fragen der Zulässigkeit der jeweiligen Klage. Und dann, da wird es für uns besonders wichtig, soll die Actio benannt werden. Man ist da noch ein bisschen dem sogenannten aktionenrechtlichen Denken darüber verhalten,
haftet, man unterscheidet nicht genau zwischen Klage und Anspruch. Der Sache nach haben wir mit der Actio sowas wie den Vorläufer unserer Anspruchsgrundlage. Jede Actio hat bestimmte Voraussetzungen, die dann im nächsten Punkt geprüft werden müssen. Wir haben also hier schon im Ansatz das, was wir bei uns im Gutachtenstil haben, den Aufbau, der anfängt mit der Benennung einer bestimmten Anspruchsgrundlage, hier die Actio und dann die Prüfung der einzelnen Anspruchsvoraussetzungen und dann eventuell von Einwendungen des Beklagten. Das wären die Punkte, die man heute unter dem Stichwort Anspruch untergegangen, Anspruch durchsetzbar verhandeln könnte. Wenn die materielle Rechtslage geklärt ist, folgt ein Entscheidungsvorschlag und dann noch ein Hinweis auf die Kosten. Im Groben ist hier vorgegeben die Abfassung einer Relation, wie sie heute noch im Referendariat zum Teil verlangt wird. Da hat sich allerdings einiges verändert. Vor allem die Behandlung streitiger Sachverhaltselemente wird heute etwas anders gelehrt. Aber der Kern der Sache, das Gutachten zur materiellen Rechtslage, das folgt hier schon einem ähnlichen Aufbau, wie wir ihn heute noch finden. Und tatsächlich ist es so, dass von diesen Anleitungsbüchern über die Abfassung einer Reichskammergerichtsrelation zu modernen Anleitungsbüchern für Referendare über die Abfassung einer gerichtlichen Relation und dann zu Büchern, die speziell den Gutachtenstil für die Beurteilung der materiellen Rechtslage lehren, eine direkte Verbindungslinie führt. Man hat die wesentlichen Elemente des Aufbaus immer wieder voneinander übernommen. Diese beiden Punkte sollte man vielleicht im Gedächtnis haben, wenn man heute zurückdenkt an das berühmte Reichskammergericht. Also einerseits seine Bedeutung für die Rezeption des römischen Rechts und dann auch seine Bedeutung für den Gutachtenstil, der ja den Denkstil moderner Juristen sehr prägt. So viel für das heutige Kalenderblatt. Morgen gibt's dann wieder ein neues.